Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger, und heute steht auf meiner Seekiste ein Balachin. Balachin ist die rauchige Version der Eredauer Brennerei. Eredauer Highland Distille war jahrelang mal die kleinste Distille Schottlands. Wurde, ich glaube 2003, von unabhängigen Abfüller Signatory Vintage aufgekauft. Kurz danach haben sie den Master Blender von Laphroaig, der in Rente gegangen ist, zu sich ins Boot geholt, und der muss diese Balachin-Abfüllung kreiert haben. Ja, die ganzen Einstellungsprozesse, das ist eine 10-jährige Abfüllung, kam raus meiner Meinung nach 2014. Also 2003 aufgekauft, 2004 angefangen zu produzieren und 2014 die erste 10-jährige abgefüllt. Wie bei Eredauer oder eben halt auch Signatory Vintage üblich, natürliche Färbe und nicht kühl gefiltert. Starke 46 Volumenprozent, das ist schon mal nicht schlecht. Und diese Abfüllung besteht hauptsächlich aus Bourbonfässern, wo aber ein großzügiger Anteil von Sherryfässern mit eingeflossen ist. Na, wie jetzt das Verhältnis jetzt genau ist, guckt euch mal die Farbe an, nicht gefärbt. Na, also für 10 Jahre, ich denke, ist wirklich ein großzügiger Anteil an Sherryfässern. Na, die Farbe finde ich richtig schick, also ein richtig schöner Goldton. Und dafür, dass er natürlich ist, so stellen wir uns das vor. Jo. Hier steht drauf mit ca. 50 ppm getorft. Enjoy the journey, also können wir davon ausgehen, schreibt hier Andrew Smittenden, das ist der Besitzer von, ne? Signatory Vintage und jetzt eben halt auch von Eredauer, dass eben halt von dieser Abfüllung mehrere geben wird oder eben wahrscheinlich vielleicht auch eine Seasons-Abfüllung. Und hier oben steht auch nochmal drauf, Eredauer. Guck mal. Ja, 50 ppm. Klingt erstmal viel. Na, wenn man jetzt so überlegt, dass die meisten aller Single Malls auch bloß mit 50 oder mit 40, 45 ppm getorft sind, na, dann sind hier 50 ppm schon eine ganze Menge. Aber das ist immer der Input. Das heißt nicht, dass es der Output ist. Na, durch einen Darungsprozess, durch das Maischen, durch die Destillation geht natürlich eine Menge Rauch auch verloren und durch die Lagerung erst recht. Ne? 10 Jahre in Eichenfass, da haben sich schon einige Rauchbestandteile, sag ich mal, gut weiter oxidiert. Trotzdem ist hier der Rauch ganz klar da. Aber es ist ein völlig anderer Rauch, als man ihn von Eiler erkennt. Ne? Also hier ist nichts medizinisch. Kein Jod, kein Seetang. Keine Salzigkeit. Das ist so ein, Kohlefeuer trifft es nicht ganz. Weil Kohle, wenn sie heiß genug verbrennt, riecht sie ja nicht. Aber, das könnte sein. Wenn man morgens die Schmiedeesse anmacht, ne? Und die Holzkohle, die im Bett drin lag, ist noch so leicht klamm von der Nacht, weil es geregnet hat, ne? Hohe Luftfeuchtigkeit. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. So der erste Rauch, der dann von der Esse aufsteigt, da nennt er mich. Aber wie gesagt, so stark rauchig finde ich ihn jetzt nicht. Was ich viel interessanter finde,
ist eine unglaublich starke Vanillenote. Ganz süße Vanille. Schönes Wechselspiel mit einer angenehmen weichen Karamellnote und im Hintergrund eine Fruchtigkeit von den Sherryfässern. Sehr ausgewogen, sehr angenehm. Wie gesagt, trotz 50 ppm ist der Rauch nicht so präsent. Ne? Das, was man an der Nase hat, wirklich primär, das ist die Vanille und das Karamell. Und wie gesagt, so im Hintergrund, gerade wenn man länger dran riecht, eine leichte Fruchtigkeit, irgendwas Bäriges von den Sherryfässern. Das landet. Ordentlicher Antritt. Die 46 Volumenprozent, die schieben. Der Alkohol ist aber nicht spürbar. Die geben bloß so ein sehr starkes Mundgefühl. Ja, so ein Druck. Schön ölig, schön mundausfüllend. Ja, das ist immer das, warum ich nicht kühlgefilterte Single Malts eigentlich lieber habe. Weil man hat dadurch ein schöneres Mundgefühl. Man hat einfach das Gefühl, mehr im Mund zu haben. Die sind nicht so dünn. Eine schöne Süße, die Vanille, eine gewisse Fruchtigkeit, wahrscheinlich eventuell auch von Brennereicharakter oder eben halt auch von den Sherryfässern, kann ich jetzt so schlecht greifen. Ne? Bisschen Eiche ist da, aber nur ganz leicht. Das ist wie so eine Erinnerung, die so ganz leicht hinten beim Abgang anklopft. Ne? So, ich bin da. Nee, finde ich gut. Mittellanger Abgang. Das, was jetzt noch da ist, ist der Rauch. Der Rauch und ja, so ein bisschen Würze von der Eiche. Ne? Aber null Bitterkeit. Also das ist ein süßer und kein bitterer, kein trockener. Also einer, den man gut draußen im Frühjahr oder im Sommer trinken kann, beim Lagerfeuer. Na, beim Grillen. Der ist gut. Also der hat von allen ein bisschen. Ja, schöne Süße, schöne Vanille, angenehmer Rauch, alles gut miteinander kombiniert. Ja, die unterschiedlichen Eindrücke, die interagieren miteinander, die haben ein schönes Wechselspiel. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex, ne? Aber das, was er hat, spielt schön miteinander. Und man kann immer wieder dran riechen und es wird nicht langweilig. Ne? Und wie gesagt, ein Mund, richtig schönes Mundgefühl. Süße ist da, ne? Die Öligkeit ist da. Ne? Der Rauch angenehm, belegend im Mund. Ne? Also das ist wirklich so einer, ja, zum kräftigen Essen draußen, zum Grillen. Oder eben halt mit Freunden am Lagerfeuer. Ja, ist ein feiner. Preislich kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, der liegt so bei 46, 47 Euro, 48, also unter 50. Ist er wert. Definitiv. Ne? Also ich finde ihn gut. In dem Sinne, euer Ansgar. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. Bis nächstes Mal. Ciao.